Oh, okay. Nackenpetra! Hi! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute Morgen. Ich mach gerade meine Nagelhaut. Kannst mich nicht schlagen! Oh Gott, es tut mir leid. Gleich schneide ich mir den Finger ab. Wir hatten heute Morgen schon eine sehr lustige Situation, Alter. Ich habe so ein Auto zurückfahren hören, also auf unserer Einfahrt irgendwie. Und ich war so im Halbschlaf. Und Mama bringt mich morgens immer zum Bus. Und dann dachte ich, Mama kommt wieder. Und ich habe so ein Kratzen auf dem Parkett gehört und dachte, Batschu wäre oben. Dachte mir so, for my life. Er wird gleich von Mama höchstpersönlich kastriert. Und auf jeden Fall bin ich so rausgerannt, ne? Weil ich dachte, Batschu wäre in Mirels Zimmer. Und sie kommt so an. Ich liege ganz gemütlich im Bett und sie kommt an. Ich so, okay. Luisa, was ist los? Was ist los, Luisa? Was ist hier? Ich habe das richtig oft. Auch in der Nacht hatte ich das heute schon wieder. Ich war gestern mit meiner Freundin unterwegs. Kennt ihr das? Ich bin echt gespannt. Ich habe immer das Gefühl, ich muss meiner Freundin dann noch so zuhören. Ich glaube halt so. Und ich dachte, sie redet noch und nicht so. Ja, ja, erzähl. Ich bin da. Ich weiß, wir hatten das nach dem Videodreh irgendwann mal. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin noch irgendwo, wo Leute mich sehen und hatte aber nur einen Schlübi an. Oh, nu! Und musste irgendwie immer das so... Ey, das habe ich auch. Gruselig, ja. Oder? Schreibt mal in die Kommis, ob ihr das auch kennt. Das Schlüpperproblem. Das Schlüpperproblem. Meine Freundin hat mir gestern für 40 Euro einen fucking Lippenstift angedreht. Von Christian Dior. Huh? When rain the pour. Huh? She like the way that up. Kennst du das nicht? Doch, ja, war blöd, ne? Ja. War dein Einsatz. Was ist eigentlich hier passiert? Kalle, wollt mal raus, oder raus, wie? Frische Luft. Ey, Leute, für 45 Euro einen Lippenstift. Und ich habe mir noch nie einen Lippenstift gekauft, ne? Ich besitze keine Lippenstifte. Digga, der kommt in der Farbe Nude Truffle Praline Birdie. Ehrlich jetzt? Nein, Digga. Lass mal so hängen. Ja, genau so. Ja. Hallo. Grüße dich. Bin ich hier richtig? Ich erwarte dich. Bin ich hier richtig beim Malermeister, Maschulu? Ja. Ja, was wird hier denn jetzt heute gemacht? Wir streichen die Wand. Ja? Ja. Und wie ist deine Vorgehensweise? Erstmal nehme ich Alpina Altweiß. Alpina Altweiß. Jetzt für 20,99 € bei Baumarkt Bobi. Also die Wand hier willst du streichen, die graue? Wie wird sie? Blau? Erst Alpina Altweiß. Guck hinter dich. Da siehst du den Topf. Ja, warte kurz. Der Topf wird dir rein. Wo? Machen. Wo? Schon verloren. Da! Du Opfer! Guck mal, hier siehst du schon den Farb. Oh, Cappuccino! Excuse me, I would like to have my wall in the room. Yeah. And like Cappuccino. Yeah. She showed me one and I was like, no, a little bit less milk. Yeah, more espresso. Coffee. Yeah. Hallo Mirel. Und wie weit bist du gekommen? Wow. Halt die Schnauze, ich bin nicht gut drauf zu sprechen. Wieso? Was ist denn los, mein Täubchen? Ha? Oh Gott, das sieht ganz schlimm aus, lass es. Okay. Was ja, ich muss morgen weiter schreien. Warum? Ja, weil die Scheiße erstmal antrocknen muss. Dann ist es eben so. Nee. Mirel. Nee. Es gibt einen Spruch. Nee. Es gibt einen Spruch und der heißt, good things take time. Wow, super, Dude. Das sieht doch ganz klasse aus. Hast du da irgend so eine Vorgehensweise? Nein. Einfach hoffen, dass man nicht verkackt. Ja, mega. Soll ich dir helfen? Bloß nicht. Oh, die Farbe gefällt mir echt gut, so Latte Macchiato. Das ist Cappuccino! Oh Gott, es tut mir leid. So, wir düsen jetzt schnell einkaufen, denn naja, dieser Bizeps, ich sag's euch, wie es ist, ihr glaubt es zwar nicht. Genau so sieht's aus. Und wir holen uns jetzt so ein paar Snacks, die wir einfach zwischendurch essen können, weil wir müssen einfach mehr essen, um aufzubauen, ne? Ja, klar. Ja. Das ist das A und O. Genau. Und wir nehmen euch jetzt einfach mal ein bisschen mit. Dass du das machst. Ich bin jetzt ein Spiel und zwar nennt sich das Ich packe mein Adlib. Wir erzählen es euch schon mal jetzt, weil dann kennt ihr den Trend vorher, bevor er ein Trend überhaupt ja. ist. Ich packe mein Adlib und ich packe ein Yeah. Okay, ich packe mein Adlib und ich packe ein Yeah. Dubai Nights. Oh. Yeah. Dubai Nights. Yeah. Dubai Nights. In meinem Bett. Yeah. Dubai Nights. In meinem Bett. Ich packe mein In meinem Benz. Mixer McLeod. Kannst du bitte nicht mein Fettkopf filmen? Danke. Bitte.
Ja, dein Kokoskopf. Gut. Joghurt ist gut. Da hast du was. Da hast du was gesagt. Hier, diese Chocolate-Dinger. Stracciatella? Ja, was ist mit dem? Oh, Stracciatella, Mirelle. Stracciatella? Ja, die sehen ganz klasse aus. Toll, ne? Ja. Tolle Wahl, tolle Wahl, tolle Wahl. Oh, okay. Soll ich mich nochmal erschrecken? Ja. Okay. Buh. Yeah. Frühlingsquark. Zum Dippen. Ja? Dude, ich komm gleich wieder, okay? Ich hab ein Problem. Ja, was für ein Problem? Wie, der Schlüssel ist hier. Wir müssen hier eine Hand aufbauen. Erstmal, was hast du da auf dem Köppe? Lockengedöns. Lockengedöns, heute Lockenrocken. Ja, Lockenrocken. Yes. Ja. Los. Dude, richtig gut. Dude, weißt du, was richtig krass ist? Ich schwör's dir, ich habe heute geträumt, dass ich dich auf Klavier begleiten sollte. Echt? Ja, du hast ein Lied zu Rihanna gesungen und du hattest so eine Schulaufführung. Und dann meintest du zu mir, hier, das ist auch ganz einfach und so. Und dann dachte ich so, ja, okay, das schaffe ich. Und kurz vor der Aufführung habe ich das Notenbuch gesehen und dachte mir so, fuck, ich kann gar keine Noten lesen. Oh man, du hast auch viel gemerkt. Ja. Ja, los, genau. Hau in die Tasten. Oh, the truest hurting. Oh, in the jungle. Was ist das für ein Lied? Das kommt mir bekannt vor. Das ist das von Contra K. Sing mal dazu. Das kann ich nicht. Weil weißt du, was daran scheiße ist? Erzähl. Der singt nicht auf den Dings immer drauf, sondern der singt so irgendwie nebenbei. Auf Lied, weißt du? Aber was ist los mit ihm? Ganz ehrlich. Ja, Opfer! Also nee, schreib ihm doch mal eine DM. Hey, Contra. Ich hab nur so einen Kontrapunkt an deinem Lied. Alter. Das hört sich an wie in so einem asiatischen Restaurant. Oh, ja, ja. Hallo, herzlich willkommen im China-Garten. Frühlingsrollen für 3,99 €. Oh, nee, doch nicht. 5 €. Die alten Ägypter. 1998 stürzte die Pamire nieder. Wieder fangen wir uns los. 1985 stürzte die Pyramide in Ägypten ein. Viele Ägypter ägypteten den Ägypten. Ey, Dude, das sieht so bombig aus. Zeig mal kurz. Mega cool. Mega! Ja, aber es macht keinen Sinn. Wieso macht das keinen Sinn? Weil das draußen ist. Ja, ist unnötig Oberteil verschwendet, ja, ne? Ja, eben. Ich ziehe immer ja gar nicht, die geht bis zu den Knöcheln gefühlt. Da kann ich auch gleich gar nichts anziehen. Aber wieso macht sie die auch draußen? Warum eine Gartenfeier im Winter? Weißt du, ich mach... Ja, sag mal, also was ist da los? Ja, verstehe ich auch nicht. Oh Gott, ja, nochmal. Oh Gott, die Locken. Ja, die, ja, das ist ihr ganz gut. Super, danke, tschüss. Ciao. Das ist gar nicht die Farbe, wie sie wirklich aussieht. Nö. Oh Gott, den Schiss! Naja, Dirties, Mirelles Wand ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Muss nochmal übergestrichen werden. Mirelle, isst dir das schon einen von den Snacks, die wir gekauft haben? Ja. Und wie ist er? Okay, auf jeden Fall, Dirties, das war's mit unserem Vlog und wir haben uns überlegt, ihr könnt ja mal in die Kommis schreiben, worauf ihr mal Bock hättet, was wir im Vlog so machen sollen. Sollen wir mal, keine Ahnung, kochen? Genau, sowas halt, wisst ihr? Aber bitte nicht kochen, weil Mama erlaubt das eh nicht. Also ja, genau, das nicht ist... Nicht kochen, ja. Aber zum Beispiel kochen. Genau, sowas halt zum Beispiel. Ja, schreibt's gerne mal in die Kommis und ja, ich würde sagen... Tschüss. Ciao.